Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoreihe von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Markus und ich bin dein Coach für das Arbeitsblatt Funktionen. Du findest das Arbeitsblatt unterhalb des Videos in der Beschreibung. Bitte lade es gleich herunter und halte es griffbereit. Am besten ist es sogar, wenn du das Arbeitsblatt ausdrucken kannst. Und damit wollen wir auch schon gemeinsam durchstarten. Eine Funktion, hier in dem Fall die Funktion f, ist eine Vorschrift, die jedem Element aus einer Definitionsmenge genau ein Element einer Wertemenge zuordnet. Für die Funktion f können wir dann schreiben, f von Smiley ist gleich Sternchen. Das entspricht dieser Zuordnung hier oben. F von Musiknote ist gleich Smiley und f von 7 ist gleich 42. Die Vorschrift f von x ist gleich 2 mal x ist eine Funktion. Für die Funktion f mit der Gleichung f von x ist gleich 2 mal x können wir nun eine Wertetabelle anlegen. In der linken Spalte seht ihr die x-Werte. Und in der rechten Spalte seht ihr die zugehörigen Funktionswerte. Rechnen wir zum Beispiel die erste Zeile nach. Hier steht für den x-Wert minus 2. Das heißt, wir berechnen f von minus 2 ist gleich 2 mal Klammer auf minus 2. Denn minus 2 ist der Wert, den wir für x einsetzen. Und damit erhalten wir minus 4. Was der Funktionswert ist, den wir hier auch auf der rechten Seite der Wertetabelle finden. Mit Hilfe der Wertetabelle können wir auch den Funktionsgraph der Funktion f skizzieren. Auf der horizontalen Achse sind die x-Werte und auf der vertikalen Achse sind die Funktionswerte, die wir auch oft einfach als y-Werte bezeichnen. Ich habe diese Wertepaare hier als Punkte in das Koordinatensystem eingetragen. Zum Beispiel das Wertepaar minus 2, minus 4 finden wir hier. Und die Punkte dann einfach mit einer geraden Linie verbunden und damit den Funktionsgraph von f skizziert. Ich hoffe, dieses Begrüßungsvideo hat dir einen guten Überblick über das Thema Funktionen gegeben. Und jetzt legen wir gemeinsam mit dem Arbeitsblatt los.